Ich habe wieder meinen Gast hier, Simon Holdener, den Inhaber dieses Fitnesscenters Pure Fitness in Bern. Simon, heute wollen wir uns unterhalten über das Thema, was macht man nach einem Training, nach einem Wettkampf? Was kann man tun, damit man so rasch als möglich wieder erholt ist von den Strapazen? Erste Frage, ist Auslaufen immer noch wichtig? Ich persönlich finde es sehr wichtig, gerade weil eben oft eben auch im Amateurtum oder einfach im Hobbybereich eben oft zu intensiv trainiert wird und zu viel Laktat noch vorhanden ist, zu viel Ruhelaktat. Und ein zu hohes Laktat ist einfach auch wieder eben zu fest in einem sauren Milieu. Und deshalb ist es gut, wenn noch längere Aerobe-Prozesse da sind für den Abbau des Laktates. Ist das der Hauptzweck des Auslaufens, Laktatabbau? Nicht nur, auch grundsätzlich eben den Körper wieder von einem hohen Puls wieder auf ein moderates Pulsniveau zu bringen und dann auch noch einmal in eine bewusste Atmung zu gehen oder in eine Mobilität, in einen Dehnzyklus oder Stretchen zu gehen. Das denke ich, das sind sehr physiologische, wichtige Elemente. Ja. Aber man könnte ja sagen, wenn man jetzt einfach nach dem Wettkampf sich hinsetzt, da wird der Puls auch langsamer. Warum ist jetzt das langsame Zurückgehen des Pulses besser? Es ist einfach so, dass man, wenn man Messungen macht, gerade eben auch im Hobbybereich, und sie eben sehr intensiv nah an der oben Schwelle trainieren und ein hohes Laktat erzielt haben und dann abrupt enden, sie einfach, wenn man dann das Ruhelaktat nimmt, einfach das Ruhelaktat noch länger auf diesem hohen Laktatbereich bleibt. Und das ist eben wieder nicht zielführend, das ist zu viel Stress für die Zelle. Wenn das Ruhelaktat, gibt es ja auch eben spannende Messung, grundsätzlich des Ruhelaktats. Also Menschen, die ein tiefes Ruhelaktat haben, denke, die haben eine längere Lebenserwartung als die, die immer ein hohes Laktat haben. Ja. Ja, wir kommen noch auf das Thema auch freie Radikale. Aber wenn ich ein Fußballspiel anschaue, dann ist es fertig und dann gehen die in die Kabine. Wo laufen die aus? Gut, jetzt im Profibereich, die laufen natürlich davon, gehen in die Garderobe, aber die haben dann ja dann in den Garderoben auch ihre Fahrräder oder ihre Hometrainers und kommen dann wieder, gehen auf die Nebenplätze und laufen noch, joggen noch mehrere Runden. Und dann ist auch, so muss man auch schauen, im Profibereich, die sind ja eben nicht sehr oft an der anaeroben Schwelle oder über der anaeroben Schwelle. Natürlich haben die ihre Seriensprints, aber die haben so ein gutes Fundament, Basisniveau, dass sie eben oft in guten Trainingsbereichen oder eben Leistungsbereichen sind und nicht wie der Amateur, der einfach immer kurz vor dem Kollabieren ist und dann abrupt endet und dann geht es weiter. Oder? Deshalb ist ein Cooldown aus meiner Sicht physiologisch sinnvoll. Ja. Hast du Ratschläge unseren Zuschauern, wie man rasch regeneriert nach einer intensiven Leistung? Grundsätzlich eben würde ich gar nicht so oft intensiv trainieren, sondern das Hochintensive gezielt einbauen und sonst mehr an den Grundlagen zu arbeiten, also dass man eben nicht jedes Mal völlig kaputt ist. Und es muss eine gute Kombination sein zwischen Kraft und Ausdauer und Mobilität oder jetzt wären wir ja vor allem bei der Ausdauer und sie würden hochintensiv Ausdauer betreiben. Wenn sie das tun, dann würde ich eben empfehlen, dass man eben einen Cooldown macht und den Puls und eben das Laktat wieder ausarbeitet. Und dann gibt es natürlich viele weitere Möglichkeiten, die direkt die aktive Regeneration dann fördern oder natürlich relativ rasch sich gut zu ernähren. Vielleicht Kältebäder oder Wechselduschen mit kalt, warm. Vielleicht ganz leicht noch irgendwie ein Steamer, also der Sauna, ein Durchgang. Dann natürlich auch Magnesium, Aminos zu sich zu nehmen oder ein Recovery-Shake. Genügend Schlaf, wenig Alkohol.
Das wären dann alles relevante Maßnahmen zum rasch regenerieren. Aber oft ist es ja anders. Man ist irgendwo im Turnverein oder irgendwo, leistet hochintensiv. Jeder hat einen roten Kopf, beendet abrupt, geht unter die warme Dusche und dann geht man schon ins Bier. Und am nächsten Tag tut alles weh und hat schlecht geschlafen und ist überhaupt nicht erholt. Oder heißt nichts von Das wäre Regeneration. Das Thema Muskelkater. Ne? Also ich habe noch gelernt, Muskelkater ist eben das Laktat, das abgelagerte Laktat in der Muskulatur. Und heute denkt man eher, es sind Mikroverletzungen oder Mikrofaserrisse in der Muskulatur. Bekommen das Profisportler auch noch? Also wir jetzt bei den Profisportlern haben wir ja, müssen wir auch immer die Periodisierung sehr gezielt planen und wir wollen ja immer wieder neue Reize setzen. Wir wollen ja eben nicht chronische Reize und deshalb, ja, sie bekommen auch Muskelkater, aber das Ziel muss immer nur sein, dass es ganz leichte Muskelkater sind, und weil Muskelkater ist ja nicht gleich Muskelkater. Es gibt so viele schwere Grade der Verletzung der leichten Muskelrisse oder ein absolut intensiver Muskelkater, der es eigentlich nicht mehr ermöglicht, dass man auf die WC-Schüssel absitzen kann oder seine Schuhe binden kann, dann wollen wir natürlich absolut vermeiden. Aber eine leichte, ein ganz leichter Muskelkater und eine gesunde Ermüdung wollen wir natürlich in Programmänderungen immer wieder erzielen, weil wir ja bewusst Reize setzen wollen. Aber den möchte man als Amateur oder als Profi so schnell als möglich loswerden. Genügt also, es da auch, eben, also das Auslaufen und die richtigen Mikronährstoffe, die helfen da sicher auch mit? Also grundsätzlich ist es auch als Amateur wichtig, dass man keinen schweren, sehr intensiven Muskelkater haben will, nachdem man sich nach 3 Tagen noch fast nicht bewegen kann. Das wäre sicher nicht förderlich. Und klar, wir wissen, die meisten starken Muskelkater sind bei exzentrischen Belastungen. Wenn jeder weiß es, wenn er auf einer 5-stündigen Wanderung war, die dann stark nach unten ging, da hat er immer Muskelkater. Und das ist halt einfach die Schutzfunktion unseres Bewegungsapparates. Aber wenn dann eben einmal so ein starker Muskelkater da ist, dann muss man sofort wieder aktiv regenerieren. Es braucht leichtes Cardio-Training, es braucht Compressions oder Druck, es braucht basische Bäder, also es braucht Sauna oder es braucht kalte Duschen, es braucht gewisse Salben, gute Mikronährstoffversorgung, und dann kann man schnell regenerieren. Okay, jetzt zu dem Thema freie Radikale. Je intensiver ein Wettkampf oder ein Training ist, umso mehr produzieren wir freie Radikale. Das sind Schadstoffe, die entstehen durch die Oxidation, durch das heftige Atmen. Oder? Also nach so einem Wettkampf ist der Körper voller solcher freien Radikalen, die eigentlich ja schädlich sind und unsere Zellen angreifen. Hast du da einen Weg, wie man die so schnell als möglich los wird? Ist natürlich auch so. Eben, da ist auch wieder Vitalstoffe, die aktive Regeneration, das Abatmen, in einen guten aeroben Trainingsbereich zu gehen, eben auch die Übersäuerung oder die hohe Laktatproduktion oder eben auch die freie Radikalbildung, das spielt dann das Gleiche eigentlich. Oder? Und dort ist es sehr, sehr wichtig, eben, dass man all diese auch schon zuvor erwähnten Maßnahmen eben mit längerer Einheit noch aerob zu laufen oder die Atemübungen oder eben Wechselduschen oder Saunadurchgang oder eben Supplemente zu sich führen, dass die dann helfen, diese freien Radikalen abzubauen. Ja. Also heute ist man ja der Meinung, dass exzessiver Spitzensport, ich denke jetzt da an Triathlon, wirklich verrückte Dinge, oder, wo man 8 Stunden im Hochleistungsbereich ist, dass das gar nicht gesund ist. Ist nicht gesund, ja. Ich denke auch, es ist nicht gesund. Es ist ein sehr großes, also diese Leute sind topfit, man darf das nicht verwechseln, oder? Aber rein für ihre 70 Billionen von Zellen ist es eigentlich für die Zellalterung, für den Zellzerfall, ist es eigentlich eine vorzeitige Zellalterung und die Leute altern schneller. Oder? Ja, ich denke, es gibt auch Beispiele, oder? In der Welt von solchen Extremsportlern, die dann
im Alter nicht mehr so gut aussehen. Absolut, und sie sind zwar topfit, oder das ja. eben wie gesagt, man darf das nicht verwechseln, aber wenn die ihre Karrieren beenden, ist es oft so, und sie auch wieder einen Trainingsrückbau betreiben müssen, also sie müssen ihr Training abtrainieren, und dann haben sie oft auch einen noch stärkeren Älterungsschub und sind sehr oft schnell verbraucht. Das könnte man manchmal fast etwas vergleichen wie auch ein starker Raucher, auch schneller älter. Also, moderates Maß an Sport zu finden, ist nicht für alle Leute einfach. Ja, also es ist sicher immer wieder eine Gratwanderung in Balance, sagt auch, was ist gesund. Ja. Kennst du spezielle Mikronährstoffe, welche die oder antioxidativ wirken, eben da, dass die Regeneration, das Ausleiten der freien Radikale schneller vor sich geht? Ja, also natürlich eben der Aronia-Shot, die Vitality-Shots oder auch die NADHs, die Aminosäuren sind sehr, sehr zentral. Ja. Magnesium ist auch entscheidend für die Versorgung der Muskulatur und die Regeneration. Okay. Das, wenn zu wenig Magnesium in der Muskulatur vorhanden ist, dann ist der Abbau der Radikalen sicher auch wieder gehemmt. Ja. Darf ich dich zum Schluss noch fragen, was du persönlich machst? Also ich versuche noch jeden Tag etwas Fitness zu machen. Für mich ist es immer wichtig, es muss eine gute Kombination zwischen Mobilität, Kraft und etwas Ausdauer sein. Und das versuche ich zu kombinieren. Und dann rein, was mir Freude macht, ich versuche 2-3 Mal im Winter Eishockey zu spielen auf Seniorenniveau. Das mache ich aber relativ gut. Und Tennis im Sommer mache ich relativ schlecht. Aber macht mir Spaß. Ja. Okay. Aber nachher, meine, was du nach den solchen Einsätzen dann persönlich machst, um wieder zu regenerieren, das wollte ich fragen. Dann mache ich es oft eben auch komplett falsch, weil ich eine Stunde Zeit habe, zum Beispiel jetzt im Eishockey über Mittag. Wir haben nur 2 Linien und dann ist es hochintensiv. Und dann muss ich gleich weiter stressen für den nächsten Termin. Ja. Aber dann weiß ich ja auch, ich war zu hoch an meiner anaeroben Schwelle, ich habe zu hohe Laktatproduktion, zu viel Freiradikal. Und dann später am Abend muss ich es noch etwas abtrainieren, versuche ich noch aufs Rad zu gehen, auf den Hometrainer oder die Beine zu ganz leichte Krafteinheit für das zu machen. Aber ich sehe es den Mitspielern an, manchmal laufen alle auf Hochtourig am Anschlag und ist eigentlich gerade nicht gut, dann so abrupt zu enden und alle fliegen wieder weiter und müssen wieder an die Arbeit. Okay. Wir beenden das hier. Was tun nach dem Wettkampf, nach dem intensiven Training? Ich bedanke mich herzlich, Simon, für diese interessanten Ausführungen.